GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland. 15. bis 17. Juli auf dem Sachsenring. Jetzt Tickets sichern. Der Mittwoch bei RTV Kompakt mit diesen Themen: Mauerbau, Sanierung an der Talsperre Sosa, Brunnenschmuck, Freude aufs Osterfest in Zwönitz und Stäbchen rein, Infos über Blutkrebs am Gymnasium. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Gestern, also am 22. März, war der weltweite Tag des Wassers. Seit 1993 wird an diesem Tag daran gedacht, dass die Menschheit mit diesem wichtigen Gut haushalten muss. Aber auch die mangelnde Versorgung mit dieser lebenswichtigen Ressource, besonders in Entwicklungsgebieten, steht auf der Agenda. 1992, ein Jahr vorher, hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro die Resolution zur Festsetzung dieses Tages jährlich auf den 22. März beschlossen. Water and Jobs, Wasser und Arbeit, diese Überschrift stand über dem Tag in diesem Jahr. Denn richtig, Wasser macht Arbeit, besonders dann, wenn es schließlich trinkbar sein soll. Irgendwo muss es angestaut, dann aufbereitet und später durch Rohre geleitet werden. Also fängt das schon bei den Talsperren an. Mit viel Aufwand werden die betrieben, wie in Sosa. Die Mauerkrone der Talsperre Sosa wird saniert. Die Arbeiten beginnen Ende des Monats und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen investiert dafür rund 1 Million Euro. Die Gewichtsstaumauer der Talsperre Sosa besteht aus einem Bruchsteinmauerwerk. Sie wurde zwischen 1949 und 1952 gebaut und ist nach 64 Jahren Dauerbetrieb reparaturbedürftig. So sind unter anderem die Entwässerungseinrichtungen beschädigt. Das eindringende Sickerwasser staut sich auf der Dichtung und kann nicht kontrolliert abgeführt werden. Außerdem wird der Fahrbahnbelag erneuert. Nach der Sanierung soll die Mauerkrone der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dafür müssen die Geländer an die geltenden Normen angepasst werden. Der Bau bringt auch Einschränkungen des Dreitalsperrenmarathons mit sich. Durch das Bauvorhaben ist es in diesem Jahr nicht möglich, die Strecke über die Mauerkrone der Talsperre Sosa zu führen. Während der Bauarbeiten werden außerdem einige Waldwege als Zufahrten zur Talsperre benutzt. Die Landestalsperrenverwaltung bittet um Verständnis. Neues von hier heißt bei uns Neues aus dem Erzgebirge, auch am Mittwoch. Im Erzgebirgskreis startet ein bisher deutschlandweit einzigartiges WLAN-Projekt. Der notwendige Fördermittelbescheid in Höhe von rund 50.000 Euro ist im Landratsamt eingetroffen. Gemeinsam mit dem Eigenanteil des Landkreises sind die Mittel dazu gedacht, in der ersten Phase ein Zugangssystem sowie eine Landingpage für das Projekt Easy WLAN Erzgebirge zu schaffen und die ersten Standorte auszuschreiben. Mittelfristig sollen im Landkreis insgesamt 88 Hotspots in touristisch relevanten Bereichen entstehen. Daran zeigt sich bereits die Einzigartigkeit des Projektes. Das Erzgebirge ist flächenmäßig eines der größten Reisegebiete Sachsens und nach Dresden sogar das mit den höchsten Übernachtungszahlen. Um die vielen einzelnen Standorte virtuell zu verknüpfen, soll ein ganzes Netzwerk an WLAN-Hotspots errichtet werden. Im Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg konnten sich am 21. März die 11. und 12. Klassen in die deutsche Knochenmarkspender-Datei eintragen lassen. Innerhalb des DKMS-Projektes Leben spenden macht Schule werden Schulklassen über Blutkrebs informiert, über die Folgen und wie man mit einer Spende Leben retten kann. Insgesamt haben sich 69 Gymnasiasten registriert. Über einen einfachen Wangenabstrich lässt sich im Labor herausfinden, ob die Werte zu einem Patienten passen. Durch eine Stammzellen- oder Knochenmarkspende kann jeder Leben retten. Wer sich informieren oder von zu Hause aus registrieren möchte, kann dies unter www.dkms.de. Landwirte erhalten vom Preis an der Ladentheke immer weniger, sodass landwirtschaftliche Betriebe akut in Existenznot geraten. Die Einkommen der deutschen Bauern haben sich in den letzten 2 Jahren mehr als halbiert.
Um auf die drastische Lage in ihrer Branche hinzuweisen und aufmerksam zu machen, trafen sich Landwirte aus dem Erzgebirge am Mittwoch auf dem Annaberger Marktplatz zu einer Kundgebung. Der Sächsisch-Erzgebirgische Klöppelverband, die Klöppelschule Barbara Uttmann aus Annaberg-Buchholz sowie die Volkskunstschule des Erzgebirgskreises präsentierten auf der Messe Kreativa in Dortmund das Handwerk des Spitzenklöppelns. Vor Ort luden sie zu kostenfreien Workshops ein. Echte Hingucker waren erstmals gezeigte, attraktive Vorhänge. Sie sind aus unzähligen geklöppelten Bändern entstanden, die anlässlich des 500. Geburtstages von Barbara Uttmann an den Klöppelverband gesandt wurden. Darüber hinaus erhielten interessierte Gäste während der Schauvorführungen vielfältige und spannende Einblicke in das Klöppelhandwerk. Mit zahlreichen Anmeldungen für Klöppelkurse im Gepäck kehrten die erzgebirgischen Messeteilnehmer wieder zurück. Ein 37-jähriger Asylbewerber sorgte am Dienstag für Aufregung in der Zwickauer Innenstadt. Der komplett schwarz gekleidete Pakistani lief mit einer Pistole in der Hand über den Neumarkt und schoss mehrfach in die Luft. Nach Hinweisen mehrerer Zeugen konnte der Mann durch Polizeibeamte festgestellt werden. Die Schreckschusspistole und mehrere Platzpatronen wurden sichergestellt. Der Mann war der Polizei bereits wegen verschiedenster Delikte bekannt. Wer arbeitet alles in einem Krankenhaus? Was passiert, wenn ein Patient mit dem Rettungswagen eingeliefert wird? Die vierte Klasse der Grundschule Albrecht Dürer in Stolberg bekam jetzt die Gelegenheit, dies alles einmal im Kreiskrankenhaus live zu sehen. Im Behandlungszimmer wurde kindgerecht erklärt, mit welchen Erkrankungen vor allem kleine Patienten ins Krankenhaus kommen, wie man bei einem Knochenbruch vorgehen sollte und wie Ärzte und Pfleger herausfinden, um welche Art der Verletzung es sich überhaupt handelt. Die besten Matheasse der 5. bis 8. Klassen aus den Schulen im Raum Aue-Schwarzenberg haben in der Oberschule Aue-Celle die zweite Stufe im Landeswettbewerb Mathematik absolviert. Die 34 besten Mathematiker stellten sich in einer 90-minütigen Klausur kniffligen Aufgaben. Die ersten Plätze erreichten in Klasse 5 Alessandro Berger von der Oberschule Breitenbrunn, in Klasse 6 Elli Neumerkel und in Klasse 7 Niklas Mattis, beide aus der Oberschule Zschorlau, sowie bei den Achtklässlern Tom Halle von der Oberschule Aue-Celle. Die Erstplatzierten haben sich für das Sachsenfinale des Landeswettbewerbs Mathematik in Chemnitz qualifiziert. Zum Sport. Beim 28. Sprintpokal der Stadt Zwönitz im Sportschwimmen erlebten die Teilnehmer einen spannenden Pokalwettkampf, bei dem diesmal die Gäste des SV Tannetalheim vor dem Zwönitzer Schwimmverein und dem SV 07 Annaberg den Sieg davontrugen. Insgesamt konnte der Starter bei ca. 134 Schwimmern 338 Einzelstarts vermelden. Am Beginn der Veranstaltung erhielten Jenny Weichelt, Alexandra Zettel und Alina Ludwig die Auszeichnung Hoffnungsträger für das Jahr 2016. Der FC Erzgebirge Aue hat am Dienstagabend ein Testspiel beim VfB Auerbach mit 0:1 verloren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatten die Veilchen auch nach dem Seitenwechsel die besseren Chancen, konnten diese aber nicht zu Toren machen. Das gelang letztlich nur dem Auerbacher Danny Wild, als er in der 72. Minute den einzigen Treffer in dieser Partie erzielte. Im Kader der Veilchen standen mit Jesse Goranzirk von der U19 bei Eintracht Frankfurt und Dennis Sitter, U19 Bayer Leverkusen, zwei Spieler, die aktuell ein Probetraining in Aue absolvieren, auf dem Platz. Zudem waren drei FCE-Nachwuchstalente im Einsatz. Auch heute vor den Osterbrunnen eine kleine Osterkunde zu den Bräuchen rund um dieses Fest. Das Tierische von Hasen, Hennen und Lämmern lassen wir jetzt mal beiseite und kümmern uns um die Elemente. Das Osterfeuer. Das steht als Symbol für die Sonne. Sie ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Kein Leben käme in unserer Welt ohne sie aus. Mit den Osterfeuern wurde im Frühjahr die Sonne begrüßt. Sie galten auch als Kult zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachstums und der Ernte. Die Bedeutung der Frühlingsfeuer wurde im Frankreich des 8. Jahrhunderts auf Gott und Jesus übertragen. Im Glauben ist das Osterlicht der Ausgangspunkt unseres Lebens.
Weiter steht die Sonne auch als Sieger über den Winter und als Erwachen nach einer langen, kalten Jahreszeit. Genauso kann das Erscheinen von Jesu gedeutet werden. Die Entzündung des heiligen Osterfeuers ist an Ostern damit ein zentrales Ereignis für die Christen. Und nun zu den Osterbrunnen in der Wochenserie. Bad Schlemmer, Brünnlos, Gornsdorf, Grünhain, Lugau, Talheim oder Zwönitz. Osterbrunnen werden mittlerweile vielerorts im Erzgebirge gestaltet. Schauen wir uns einige an. Freudestrahlend kamen die Zwönitzer Kinder der Kindertagesstätten Regenbogen und Sonnenschein auf den Marktplatz vor das Rathaus, um gemeinsam mit den anwesenden Gästen und dem Osterhasen das 6. Osterbrunnenfest von Zwönitz zu feiern. Der Mann vom Fernsehen, der hier mit der Kamera steht, ne, der hat schon ganz viele Osterbrunnen gefilmt, weil überall in den Nachbarstädten sind schon Osterbrunnen geschmückt worden. Und er hat mir aber gesagt, so viele Kinder wie hier in Zwönitz beim Osterbrunnen auf dem Markt sind, waren noch nie. Also ihr seid ganz spitze, dass ihr gekommen seid. Und jetzt kommt noch eine Gruppe mehr. Also der Markt füllt sich hier. Und jetzt muss ich mal fragen, wie gefällt euch denn der Brunnen? Gefällt er euch gut? Ja! Und der Brunnen, der hat ganz, ganz viele Eier dran. Jetzt könnt ihr natürlich noch nicht bis 2000 zählen, aber die Erwachsenen hier, die dürfen es ruhig wissen, sind über 2000 Eier. Und dieses Jahr sind wieder 500 Eier neu gemacht worden. Und die Kinder aus den Kindertagesstätten haben dort mitgeholfen und haben die Eier bemalt. Einen so schönen Osterbrunnen zu gestalten, das braucht schon viele fleißige Hände. Für das Engagement beim Schmücken des Brunnens bedankte sich der Bürgermeister von Zwönitz auch im Namen der gesamten Stadtverwaltung bei Marion Kümmeritz, Gabriele Lessmüller und Petra Strauch und überreichte den Damen einen bunten Blumenstrauß. Mit einem kleinen Ostergedicht traten Luca Roth und Laurenz Haustein vom Kindergarten Sonnenschein vor die Gäste und ernteten dafür einigen Beifall. Osterhäschen, Osterhase, leg mir doch ein Ei ins Gras. Zwei, vielleicht auch drei, was ist schon dabei? Sind es gar noch mehr, gebe ich meinem Bruder ab, weil ich Eier übrig hab und er freut sich sehr. Super, herrlich! Nach diesem feierlichen Festprogramm mischte sich der Osterhase mit seinem Körbchen unter die zahlreich erschienenen Kinder. Er verteilte Süßigkeiten und eroberte so schnell die Herzen der Kids. Von Sonne, Sommer, Frühlingszeit war ja bis jetzt noch nicht viel zu spüren hier im Erzgebirgsland. Doch die ersten Biker haben sich bereits auf Tour begeben. Auf den Straßen sind sie wieder präsent. Manch einer hat die Winterpause genutzt und sich beim Stolberger WM-Piloten Max Neukirchner ein Fahrertraining gegönnt. Sicherheit geht eben vor. Nun aber liegt die Aufmerksamkeit bei Max wieder bei den Rennen, die ihn 2016 unter anderem in die Lausitz führen werden. André Teubner berichtet. Ortstermin am Lausitzring. Mit dem Start der Formel 1, der MotoGP und der Superbike WM hat die Motorsportsaison wieder Fahrt aufgenommen. Wohl ein guter Zeitpunkt für die Euro Speedway Verwaltungs GmbH, über Saisonhighlights auf dem Lausitzring zu sprechen. Ziemlich früh, nämlich vom 29. April bis 1. Mai, ist die Superbike IDM dran. Für Max Neukirchner und Co. sind die Rennen in der Lausitz der Saisonauftakt. Schaut er inzwischen auf die WM? Natürlich schaue ich mit einem kleinen tränendes Auge zurück auf die Weltmeisterschaft. Hat natürlich mir riesen Spaß gemacht. Aber ich konzentriere mich voll auf die IDM und die Langstrecken-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Mit welchen Zielen geht der Stolberger in die neue Saison? Unser Ziel ist natürlich, den IDM-Titel zu holen mit Yamaha. Und das schaut sehr, sehr gut aus und natürlich freue ich mich riesig, dass es endlich losgeht. Auf wen muss Max besonders achten? Meine größten Gegner werden natürlich BMW mit Mathieu Genis sein.
Dann Florian Alt, mein Teamkollege und auch Marvin Fritz, der von Stock Yamaha aufgestiegen ist auf Superbike Yamaha. Ist wirklich ein super Talent, ein junges Talent, die wirklich auch sehr, sehr schnell sind. Das sind meine härtesten Gegner für dieses Jahr. Was ist von Yamaha zu erwarten? Yamaha ist natürlich sehr groß wieder aufgestellt, IDM. Sie stecken sehr viel Potenzial auch in die IDM mit rein. Und ich fühle mich dort sehr, sehr wohl. Und es wird natürlich ein super Motorrad sein für dieses Jahr, mit dem man auch gewinnen kann. Dabei spielt auch eine Rolle, dass sich Max Neukirchner in seinem Team wohlfühlt. Mit meinem Team bin ich sehr, sehr zufrieden. Die ersten Tests haben wir schon absolviert in Spanien. Wir waren 2 Tage Alcaraz und 3 Tage Almeria testen. Und es war ein super Testergebnis, was wir da absolviert haben. Und es kann endlich losgehen. Hofft Max auf einen Wildcard-Einsatz zur Superbike-WM am Lausitzring? Ich würde zu gerne eine Wildcard fahren für die Superbike-WM, weil wir ja als Rahmenprogramm auch mit der IDM mit dabei sind. Aber es gibt halt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Als erstes muss Yamaha mir ein zweites Motorrad aufbauen, was für die Superbike-WM in Reglement liegt. Und auch die Reifenfrage ist eine Frage, weil ich fahre in die IDM Dunlop-Reifen und in die Superbike-WM muss man Pirelli fahren. Das ist auch ein sehr großer Faktor, wo man abwägen muss, was ist besser. Wir dürfen gespannt sein. Motorsport wird uns auch in der kommenden Woche bei RTV Kompakt durchgängig beschäftigen. Die Veranstaltungstipps. Am Donnerstag ist im Kurhotel Bad Schlema ein weiteres Mal der Lichtbildervortrag über die Entwicklung des Kurortes Bad Schlema zu verfolgen. Nicht nur Kurgäste und Urlauber, sondern auch Einwohner der Region sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Vortragender ist Hermann Meinl. Los geht's 19 Uhr. Der Eintritt zu diesem ca. 90-minütigen Vortrag ist frei. Im Bergbaumuseum Oesnitz heißt es noch bis 31. März, präsentiert das Gezäh. Bergmanns Habit und Bergparaden im Erzgebirge. Erstmals zeigt das Bergbaumuseum Oesnitz eine besonders erlesene und umfangreiche Sonderausstellung über bergmännisches Habit und Bergparaden im Erzgebirge. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr, Befahrung 11, 13.30 Uhr und 16 Uhr sowie nach Vereinbarung. Ein Osterrock-Tanzabend mit Steinhaus steht am 26. März 19 Uhr in der Goldenen Sonne Schneeberg auf dem Programm. Die Schneeberger Kultband rockt, was das Zeug hält. Am Ostersonntag startet im Hormersdorfer Löwen ab 19.30 Uhr Tanzschuppen 64, die Retro-Party, mit dem Ziel, wieder mehr ausgewählte Tanz- und Party-Events in die Ortschaften selbst zu tragen. Die Wahl der Veranstalter fiel auf das Ortsgemeinschaftshaus in Hormersdorf, da der Saal bis in die 90er Jahre ein begehrter Veranstaltungsort gewesen ist. Karten für das Event am Ostersonntag sind in der Bäckerei Lindnerbeck in Hormersdorf und im Jeansladen in Zwönitz erhältlich. Am Ostersonnabend gastiert die Bühne Fundus Marionetten Dresden erneut im Depot Polströhr in Gelenau. Die Ausstellungsmacher sowie die Puppenspieler erwarten Besucher um 11 und 15 Uhr. Das Stück Hase und Igel ist für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Neue Nachrichten wieder ab 20 Uhr am Gründonnerstag unter rztv.de. Bleiben Sie aber auch währenddessen weiter auf dem Laufenden. Wir verabschieden uns bis dahin. Gleich noch die, zumindest etwas positiveren Wetteraussichten in den Tagesbildern. Gut, dass Sie da waren. Glück auf!